So, da sind die ersten Flattermänner. Geh mal hin da. Ja, ich kann da nicht viel machen, ne? Bogen, ich hab keinen Bogen. Ne, keine Munition mehr. Kann den nur ein bisschen ablenken. Okay, das war's mit ablenken, weil sie liegt. Wo ist sie? Bleib hinter mir. Bleib da. Ja, komm. Oh, jetzt liegt sie wieder. Vorsicht. Na ja, komm, 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 komm. Der trefft doch auch mal, Mensch. Oh, kommen wir hier einen aber ganz schön nah. Den kann ich doch treffen. Jawohl. Andere hin. Gut, einer weniger. Ich hab auch noch. Ja, ich hab auch noch zu essen. So. Ja, komm, oh, bleib doch unten. Nein. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht allzu weit weg. Ah, okay. Vergessen zu speichern. Was ist das hier für einer? Ey, du! Ey, darf ich dich mal kurz stören? Olaf. Was willst du? Ich hocke hier schon seit einer Ewigkeit. In der Nähe ist ein verdammtes Rattennest. Die Biester sind immer hungrig und bedrohen die Arbeit auf unseren Feldern. Und ich darf die Scheiße jetzt ausbaden. Bevor die Pestratten nicht erledigt sind, darf ich nicht nach Hause. Warum kümmerst du dich nicht selbst um die Ratten? Pass auf, die Ratten und ich hatten keinen guten Start. Wir haben eine gemeinsame dunkle Vergangenheit. Aber du siehst so aus, als ob dir sowas nichts ausmachen würde. Kannst du dich nicht um die Ratten kümmern? Ich werde dich auch bezahlen. Na gut, dann kümmere ich mich um deine Pestratten. Du ahnst nicht, wie sehr du mir damit hilfst. Zeig den Viechern, wo der Hammer hängt. Woher kommen die Ratten? Die suhlen sich da hinten in dem Matschloch. Also immer der Nase nach. Okay. Kann ich da unten? Dann mache ich das danach. Hier war doch eben auch eine Pestratte. Wo ist sie?
hier unten. Es geht los. Machst du den auch noch platt? Ich kann ihn nicht hitten, das ist zu doof. Aber jetzt sogar mal. Jawohl. Das ist das andere Vieh. Bison. Der Dicke. Okay, den haben wir. Sind die gerade niedrig genug, ne? Jetzt nicht mehr. Nein, ich hab gerade einen Trank geschluckt. Okay. Achtung. Das ist gar nicht so doof. Den nochmal treffen. Jawohl. Oh, ist ein Nesting geflogen da hinten. Okay, den haben wir. Hingeflogen. Ach so. Speichern. So, machen wir erstmal die Drohne hier oben noch. Gegen wen kämpft die Drohne? Alter Beißer, ach, den musste ich doch sowieso killen, glaube ich. Passt. Oder? Bin mir nicht sicher. Hey, wo ist der Roboter? Da. Schrauben. Was hat das Vieh hier oben alles angegriffen? Oh, okay, das ist so ein ganz komischer Raptor, den lassen wir mal. Hier sind irgendwelche Minen. Das ist ein Banditenlager, oder?
Die Menschen waren damals offensichtlich sehr weit entwickelt. Ja, sind Banditen, okay. Da hast du aber noch die Finger von, die sind nämlich momentan alle stärker als ich. Eigentlich ist alles stärker als ich. Aktuell. So, wollen wir fix speichern? Boah, hat der mir eine verbraten. Gut, dass ich gespeichert habe. Fehlen noch nicht mehr viele. Okay, wieder einer weniger. Steck mich jetzt mal hinter. Jawohl, den haben wir. Perfekt. Diese Robots sind ganz schön hartnäckig, was? Man sollte diesen Fanatikern ihren eigenen Schrott zu fressen geben. Wir kriegen das schon in den Griff. Irgendjemand hat sie also gekapert. Aber mit welcher Absicht? Was meinst du? Lass uns den Rest auch noch erledigen. Dann sehen wir weiter. Okay. Was beschädigt das Halbschwert? Halbschwert. Nice. Direkt angucken. Okay, das kann nichts. Schade. Da habe ich beschädigtes Breitschwert. Langschwert. Eine Stachelkeule. Eigentlich habe ich schon voll die geilen Waffen, ne? Ich kann sie nur nicht anziehen. Und eine Schrotflinte. Ich brauche unbedingt Munition. Guck mal, die Hose kann ich mittlerweile anziehen. Ach, das sind Stims. Unter dem Einfluss von Stims erhältst du einen Malus von 50% auf alle. Macht eine Zeit lang resistenter gegen Elementarschaden. Okay, jetzt müssen wir zum letzten Spot. Und der war hier unten. Heißt, da links lang. Bin jetzt erstmal hier zurück. Muss ich nochmal gucken, wo der Typ seine Ratten hat. Die will ich auch nochmal fix killen. Mal eine schnelle Nebenquest, die wir noch fix machen können. Was ist hier unten?
Aha. Irgendwie sind die Architekten der alten Welt echte Künstler gewesen. Diese Kugelbauten sind schon was Besonderes. Oh, danke schön. Moin, Rade. Riesenerz, nehmen wir mit. Elex nehmen wir mit. Ich höre doch schon wieder was. Oh. Okay, hat sie erledigt. Sehr schön. Elix, der erste Teil war nice. Mal schauen, wie der zweite ist. Ich habe 4 Videos schon hochgeladen und das ist jetzt quasi der 5. Teil. Kannst du dir ja nachträglich anschauen. Mir macht es auf jeden Fall jede Menge Spaß, aber es liegt auch daran, dass ich generell dieses Gameplay mega feier. Like Gothic Style. Mag ich einfach. Oh. Ich habe auch keine Ausdauer mehr. Und ich liebe es zu looten. Ich bin nicht gut genug. Ich muss Schloss knacken unbedingt hochmachen. Ich kann die ganzen Truhen nicht aufmachen. Ich glaube, die muss ich mir mal markieren, dass ich weiß, dass ich hier noch eine Truhe habe. Ich glaube, das mache ich auch mal. Marker setzen. Truhe. Zack, siehst du? Geil. Genau, warte mal, dann kann ich hier unten auch nochmal eine Truhe machen. Da kam ich auch nicht dran. Wie groß ist die Karte? Also man hat hier unten gestartet, ja. Jetzt geht's hier so rechts rüber. So hoch. Also weiter rauszoomen kann ich nicht. Dann geht's hier auch nochmal komplett die linke Seite lang. Ja, wer weiß, vielleicht wird's auch noch ein bisschen größer, keine Ahnung. Kann ja auch sein, dass da noch was drankommt. So. Eine Ratte muss hier noch sein. Das ist bereits schon groß, finde ich, im Vergleich zum anderen Game, zu anderen Games, ja. Das reicht mir auch. Also ich meine, wie war das bei Spock hat zum Beispiel bei Elden Ring irgendwas mit 70 Stunden jetzt knapp gebraucht. Das ist eigentlich schon viel zu viel. Ja. Ich hoffe mal, dass ich hier bei Elex 60 Stunden und dann raus. Okay, hier ist keine Ratte mehr. Muss aber noch eine 5. Ratte killen. Hier ist nur so ein Bluthund. Hornwolf, der ist ein bisschen sehr stark, ja. Weg hier. Den Rest hat sie gemacht. Perfekt.
Hey, vielen, vielen lieben Dank für deine 11 Monate, Keule. Vielen, vielen lieben Dank. Oh. Crazy shit, Mann. Alter, 11 Monate schon, ne? Das ist, krass. Fast ein Jahr. Soweit so gut, bin positiv in Quarantäne. Dann wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal gute Besserung. Das ist natürlich uncool. Und da ist meine letzte Ratte. Ja, wie lange schon? Beziehungsweise wie lange musst du noch? Ich merke zum Glück so gut wie gar nichts. Ja, das ist mega. Nicht so wie bei mir, ne? Ich rieche immer noch nichts. Kannst du vergessen. Ich rieche seit 2 Jahren nichts mehr. Ich glaube, also mittlerweile habe ich auch die Hoffnung aufgegeben, dass ich meinen Geruchssinn wieder kriege. So, mal gucken, ob ich nochmal XP bekomme, wenn ich dem sage, ich habe aufgeräumt. Deine Pestratten sind erledigt. Wirklich? Oh, danke. Mein Arsch ist gerettet. Hier, nimm das. Jetzt kann ich mich endlich wieder zu Hause blicken lassen. Okay, nur 100 Splitter bekommen. Schade. Gut, dann müssen wir jetzt da runter. Gehe ich dann in die richtige Richtung, ja. In die Mine kann ich mit der Gasmaske eigentlich auch noch rein, ne? By the way, Dave und Rade, demnächst gibt's nochmal Special Content auf meinem Kanal. Das heißt demnächst, ich brauche noch ein bisschen dafür, aber ich habe mir eine Drohne gekauft. Eine kleine Pause zu machen? Jetzt schon? Ach, vergiss, dass ich gefragt habe. Eigentlich geht's noch. Ich habe mir eine Drohne besorgt und jetzt muss ich gucken, dass ich den Führerschein dafür mache. Man muss ja mittlerweile... Oh, Moment. Man muss ja mittlerweile einen Führerschein dafür machen. Je nachdem, was das für eine ist. Oh, ich muss weg hier. Haben wir. Ja, und das Coole ist ja, also ich fahre demnächst weg. Ne? Also ich fahre demnächst zu meinen Eltern in die Schweiz und ich habe geplant, dort coole Cinematic Landscape Videos zu machen. Über die Via Mala Schlucht und auch wahrscheinlich über die Lenzer Heide. Mal gucken. Da bin ich noch in Planung und schreibe mir momentan mein Skript, welche Szenen ich brauche und so. Aber, was ja auch cool ist, mit der Kamera hier kann ich ja live gehen. Weil das ist ja die GH5 Mark II von Lumix Panasonic und die hat Streaming inbegriffen. Das heißt, ich kann, wenn ich ein Wi-Fi herstelle mit meinem Handy, mit der Kamera direkt live gehen.
Und wenn ich demnächst dann auf dem Feld oder, keine Ahnung, hier in der Gegend draußen bin, unterwegs bin, habe ich mir gedacht, man könnte ja eigentlich mal live gehen, wenn ich meine Drohne ausprobiere. Weil man sieht ja immer die schönen Drohnenbilder und Cinematic-Bilder und hast nicht gesehen, aber so live selber dabei sein, wenn die Leute das aufnehmen, das sieht man eigentlich so gut wie gar nicht. Aber das werde ich ankündigen, also sobald es soweit ist, das werde ich definitiv ankündigen. Wo bin ich denn hier gelandet? Schrott. Oh Mann, hör auf, dich so behindert zu drehen. Oh, hier ist ein Tresor. Ich hab wieder... Ah, warte mal. Das war nichts. Ich hab doch wieder so ein Lock-Dingsbums da. Wo ist denn das? 1898, probieren wir mal aus. 1898. 9, 8. Nö. Das war nichts. Welche Zahlen sind nicht? 4, 5 und 6. Also, okay, dann ist es das schon mal nicht. Schade. Kann mich jemand hören? Hallo? Oh, so eine Scheiße. Die Verbindung ist schon wieder abgebrochen. Der Sendemast muss unbedingt repariert werden. Hallo? Ist da jemand? Ach, verdammt. Oder ich muss mal gucken, ob ich, ich sage was, 4468. Ich probier aus. Ne, geht ja nicht. Die 4 geht nicht. 4, 5 und 6 sind ausgegraut. Das war nichts. Das war nichts. 4 geht nicht gerade. Immer noch nicht. 1. Das war nichts. Das war nichts. Das ergibt halt viel zu viele Kombinationen, auch mit 6 Zahlen. Ne, mit 7 Zahlen, also. 0. Achso, warte. 0, 3, 2, 9. Achso. 3, 2, 3, 9. Nö. Das war nichts. 3, 7, 2, 9. Nö. Das war nichts. '87, ne? Mein Geburtsjahr. Nö. Das war nichts. 3, 2, 1, 0. Oh, aber anderer nichts. Ton, ne? Das war nichts. Oh. Das war nichts. Noch ein höherer Ton. 3, 2, 1... Dave, vielen, vielen lieben Dank für den Gifted Subs. Dankeschön. Das war nichts. Jetzt geht's wieder.
Wieso ging's nicht? Oder. Hä? Das war nichts. 3, 2, 1, 3. Nee, das war nichts. Dunkel. Mein PayPal spackt irgendwie rum. Und da musstest du jetzt ausprobieren, das über. Das war nichts. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Okay, das wird schon wieder heller. Das war nichts. Weiß nicht, ob der Sound halt was zu bedeuten hat. Das war nichts. Weiß ich nicht, Rade. Ich weiß es nicht. Das war nichts. Aber bisher war's. Also ich weiß nicht, ob das hell sein muss oder so. Keine Ahnung. Das war nichts. Das war nichts. 3, 2, 0. Das war keine nichts. Ahnung. Wir lassen das jetzt. Ich gucke einfach mal, ob ich hier einen Zettel finde oder sowas. Oh, nee, aber ein Vieh. Oh, der hat mich gehittet, ey, aber ganz schön. Einfach 0000. Ja, komm, das probiere ich jetzt nochmal, aber. Dann lass ich's. Das war nichts. Nein. Nein, manchmal liegen hier irgendwo halt auch Notizen rum. Und es kann sein, dass dann da die Tresorsch-Nummer draufsteht. Deswegen muss ich hier mal ein bisschen suchen. Hört da schon wieder was. Vorsicht. Aber hier ist irgendwie nichts. Muss ich vielleicht dort hoch? Naja, hier. Und hier hoch. Okay, ich denke mal nicht, dass es jetzt so gewollt ist, dass man hier. Hingeht. Nö. Hier wird nichts sein. Nein, ich merke mir das einfach. Ich mache jetzt hier wieder einen Marker hin. Zack. So. Wenn ich nochmal irgendwie so einen Zettel finde mit Tresor-Codes, dann gehe ich da nochmal hin. Sieht man kaum, wenn die schlafen. Wenn es so dunkel ist hier. Aber ist eigentlich auch mal lustig, hier im Dunkeln rumzulatschen. Neue Stufe. Oh. Ja, weg. Bam.
Mit dem kann ich jetzt bestimmt jagen lernen. Ich würde sagen, das war ein ganz enges Höschen, was? Hast du das immer so? Nur donnerstags. Aber ich dachte, ich mache heute mal eine Ausnahme. Welchen Wochentag haben wir denn gerade? Der hätte von dir kommen können gerade. Ich würde sagen, das war ein ganz dünnes Höschen. Wer bist du? Nenn mich Fox, so wie alle anderen auch. Ich bin Krieger, der Berserker. Fast jedenfalls. Warum fast? Ach ja, die Leute im Fort würden sich vermutlich wohler fühlen, wenn ich auf ewig ein Werker bleibe. Ach Quatsch, du verarschst mich. Du kennst Kaya? Ich hatte befürchtet, dass das jetzt kommt. Ach, sieh an, sie kann ja sprechen. Ah, sehr gut. Dann sind wir in bester Gesellschaft. Okay, Wie ist dein richtiger Name? Ja, das würdest du gerne wissen, was? Aber ich denke, das behalte ich besser für mich. So schlimm? Unwichtig. Nenn mich einfach Fox, okay? Bist du oft im Fort? Öfter, als ich gerne möchte. Aber oft genug, den Leuten gehörig auf den Zeiger zu gehen. Was ist das Problem? Ich würde das so bezeichnen. Meine Vorgesetzten kriegen immer gleich Fußpilz, wenn ich meine Tour durchziehe. Mit dem Ergebnis, dass ich bei den Erzberserkern herumgereicht werde wie eine heiße Kartoffel. Keiner scheint so recht die Verantwortung für mich übernehmen zu wollen. Verstehe, du bist ein Rotzlöffel. Andere nach der Pfeife zu tanzen, ist nicht so dein Ding, oder? Ich habe so eine Ahnung, woran das liegen könnte. Du meinst diese Sache mit der Ehre eines Kriegers, Pflichtbewusstsein, Dienst schieben für die Gemeinschaft und so ein Zeug? Tja, irgendwie will dieser Blödsinn nicht in meine Birne. Jagst du auch in der Nähe der dunklen Türme? Du meinst, wo die ganzen freundlichen Biester rauskommen? Nicht wirklich. Bisher habe ich immer versucht zu vermeiden, ihnen zu nahe zu kommen. Ich weiß, wir Berserker sind dazu angehalten, diese Biester daran zu hindern, unser Land zu überlaufen. Aber ehrlich gesagt, ist mir mein hübscher Hintern zu schade, um von ihnen veredelt zu werden. Aber so wie du aussiehst, hattest du schon öfter mal Bekanntschaft mit dem putzigen Tierchen gehabt, was? Bist du allein hier draußen? Ich war mal vor einiger Zeit Teil eines Spähtrupps, der die Gegend ums Fort herum säubern sollte. Aber um ehrlich zu sein, das ging nicht lange gut. Mein Erzberserker hatte an meiner Art, die Dinge anzugehen, immer was auszusetzen. Als ich ihm dann meine Meinung gegeigt hatte, fand er meine Reaktion nicht so lustig. Die Strafwache auf dem Aussichtsturm war nicht das Problem. Aber die Woche im Bau, nachdem ich ihm zur Belohnung in die Stiefel... Naja, ich bin effektiver, wenn ich mich auf meine eigenen Fähigkeiten verlasse. Wie das aussieht, habe ich gesehen. Tja, manchmal ist eben auch Donnerstag. Scheiß auf Donnerstag. Du wärst sicher ein guter Waffengefährte. Du wärst sicher ein guter Waffengefährte. Ja. Wenn du nicht so ein undisziplinierter Sack wärst. Ich weiß nicht. Ich habe kein so gutes Händchen für sowas. Mein letzter Waffengefährte, an den ich mich erinnern kann, fiel in eine Schlucht. Rums und weg war er. Ich habe ihn seitdem nicht wieder gesehen. Aber hey, muss bei dir ja nicht so laufen. Wie auch immer, du kriegst das schon auf die Reihe. Das mit der Waffe und so, meine ich, ne? Ich denke schon. Na also, dann ist ja alles in Butter, was? Nee, warte mal, doch nicht. Mir war gerade so, als hätte ich schon erwähnt, dass ich lieber allein meine Tour durchziehe, oder? Außerdem, ich hab dich noch nie wirklich in Aktion gesehen. Das bisschen Gerangel da vorhin.
Du Vogel, zweifelst an meiner Kampfkraft? Okay, pass auf, ich hab da eine Idee. Ich weiß ja nicht genau, wo du herkommst, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es sich in der näheren Umgebung, wie auch immer. Wir sind Was also ist das quasi für ein Typ? Nachbarn. Mehr oder weniger. Genau, also, wie wär's, wenn wir uns gegenseitig ein bisschen unter die Arme greifen? So als Nachbarschaftshilfe. Wir zwei rennen mal ein bisschen durch Tavar und kloppen ein paar Viecher um. Dann werden wir sehen, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Du willst jagen gehen? So direkt würde ich das nicht nennen. Sir Cox, well, ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein Follow und schön, dass du da bist. Okay, geh du vor, ich folge dir. Ja, eigentlich. Dann schwing die Hufe und bleib bei mir dran. Ah, nee, ich will das eigentlich gerade gar nicht. Wer weiß, wie lange das noch gut geht. Ach, sie kommt trotzdem mit. Okay. Kennst du dich hier in der Gegend aus? Früher war ich öfter hier. Es hat sich hier viel verändert. Tja, die Natur holt sich am Ende alles wieder zurück. Jo, ist das Spiel gut? Also, wenn du ein Fan von Gothic-Reihen bist, dann definitiv. Also, ich find's Bombe. Ich hab, warte, machen wir's so. Ich hab von vielen zwar gehört, dass sie ja irgendwie was gegen das Spiel haben, aber... Also ich kann mich absolut nicht beschweren. Ich habe genau das bekommen, was ich erwartet habe. Aber es ist heutzutage ja mittlerweile normal. Das ist kompliziert. Als Berserker geboren, aber bei den Alps aufgewachsen. Echt? Wow. Das ist ja mal eine steile Karriere. Wusste gar nicht, dass die Kalkleisten uns Ökos rekrutieren. Tun sie ja eigentlich auch nicht. Ich sag ja, es ist kompliziert. Also mich fesselt die Story auf jeden Fall. Also ich will wissen, wie es weitergeht. Und ich glaube, das ist bei einem Rollenspiel ja die Hauptsache, dass du gefesselt bist und immer weiterkommen willst. Ich finde die Steuerung jetzt nicht unbedingt bad oder sowas. Ganz im Gegenteil. Es ist im Endeffekt genauso, wie man es aus den Gothic-Reihen halt kennt oder von den Piranha-Bite-Games. Und ja, mein Gott, also ich habe halt, bei Steam gibt es super viele Reviews von Leuten, die haben das Spiel eine Stunde gespielt, haben da den übelsten Text hingefeuert, wo ich mir einfach denke, Alter, du hast es gerade mal geschafft, den Prolog zu spielen, ja? Was ist das bitte für eine Meinung? Ja? Also, ich für meinen Teil kann sagen, mir gefällt das Spiel. Ich bin der Meinung, die paar Euros, die es kostet, ist das Spiel definitiv wert. Und nur weil, also grafisch gesehen zum Beispiel, guck mal, ich meine, der Schatten, der sieht halt richtig heftig aus. Überall auch die Lichteffekte finde ich richtig gut. Ja, mein Gott, dass jetzt auf der Haut des Charakters keine Kratzer drauf sind oder so übelste Spuren oder sowas. Ey, das interessiert mich gar nicht, ja. Pff, drauf geschissen. Die Welt muss cool aussehen und es muss mich fesseln, es muss mir Spaß machen. Darauf kommt es halt an. Also daher, eins ist schon mal klar. Mithalten kannst du offenbar einigermaßen. Ganz passabel für so einen alten Mann. Ey, und die haben Sprüche sagst. Drauf. Na, lass dich weg, Alter. Aber wie sieht's bei dir mit Langstrecke aus? Kommt darauf an, was du damit meinst. Einmal quer durch Tavar. Hab mega Bock auf Gothic Remake, auf jeden Fall. Füße oder hältst du das auf jeden Fall. Lauf los, dann werden wir ja sehen, ob ich kann. Ach ja, und dass das klar ist. Wer schwächelt, macht den nächsten Abwasch. Das ist ein Typ, ey. Lauf, Junge. Das läuft doch nicht. Toll.